Und damit wieder herzlich willkommen zu Aslan, The Warriors of Legend. Ja, wir spielen heute wieder ein paar Spiele. Schön. Ein paar nette Demos, die ich gefunden habe. 320自ら軍を率いアトロパテネの野に侵略軍を迎え撃つべく進軍した王太子アルスラーンウィジンス時に 14歳 Und damit geht's schon los mit einem Kampf. Alles wegschnetzeln. Kommt her, alles tot machen. Ja, ich kann mich mit dem Linkstick bewegen und mit Kreis moving to jump. Ah ja, okay. Ja, Attacken, ja. Ich weiß nicht, ob ich euch das vorher gesagt habe, wahrscheinlich nicht, aber das hier ist ein PS4-Spiel. Ja, ich weiß, was ihr sagen wollt. Es sieht aus wie auf einer PS2. Aber nein. Nein, es ist es nicht. Es ist ein PS4-Spiel. Aber die Musik ist gut. Die Musik gefällt mir. Und jetzt? Okay. Na gut, dann greifen wir noch einmal mal den Stumpf, diesen Gegner hier an. Und er ist... Da ist ein Gegner. Halt die Fresse! Ja, irgendwas drücken. Ich hasse solche Tutorials. Special Ultra Move to killing everyone. Ich will ihn. Ich will ihn. Oder sowas. Ich habe keine Ahnung, was der Typ sagt. Ist mir auch egal. Ja, ich habe keine Lust mehr. Ganz ehrlich. Ich würde sagen, nächstes Spiel. Und damit willkommen zu Motorcycle Club Demo. Ja, das Spiel heißt Motorcycle Club Demo. Oder beliebige Taste drücken. Ich weiß nicht genau. Gucken wir einfach mal rein. Was? Irgendwas. Motorräder. Ah, okay. Motorräder. Superbike. Wir haben nur eins. Roadster. Wir haben nur eins. Was? Custom Bike? Wir haben nur eins. Okay. Gut, dann nehmen wir der Club. Wir nehmen die Missionen. Hä? Was denn jetzt? Bei mir steht jetzt warte bitte. Wieso sollte ich jetzt das ganze Spiel spielen, das ganze Spiel kaufen wollen, wenn ich doch gerade mal die verdammte Demo versuchen will? In der ich nur zurück kann und das ganze Spiel kaufen kann. Was soll der Scheiß? Gut, dann schnelles Rennen. Versuchen wir das mal. Ich hoffe, dass wir jetzt einmal mal eine Rennen fahren können. Die Strecke sieht okay aus. Das war ein super Start. Okay. Also wir sind jetzt schon mal Neunter. Und wir sind geblitzt worden. Also wenn ihr euch fragt, ob die Steuerung wirklich so schwammig ist, wie sie aussieht, ja. Die Steuerung ist furchtbar. Das fühlt sich an, als wenn man... keine Ahnung. Ich kann es noch nicht mal beschreiben, so scheiße ist es.
wahrscheinlich, ich denke, ja, ich werde Musik einspielen, denn dieses Spiel hat keine Musik, was es noch irgendwie langweiliger macht. Aber hey, wir sind Siebter. Wir sind Sechster. Alter, ist das scheiße. Ja, das war richtig scheiße. Ich würde sagen, nächstes Spiel. Und ganz genau so sollte dann mal ein Spiel anfangen. Kein langes Intro, einfach den Namen und was man drücken soll, damit das Spiel losgeht. Wir spielen Overwatch. Okay. Okay, gut. Das Spiel hat auf seinen eigenen Namen reagiert, glaube ich. Wer weiß. Oh, der gefällt mir. Ah, geil. Ich hole den Punkt. Keine Sorge, das mache ich mit zwei Fingern. Kann ich irgendwie speedern? Eskortieren Sie die Fracht. Yeah. Eat this. Ich habe keine Ahnung, ob ich für den Tod verantwortlich bin, aber... Den habe ich definitiv gekillt. Ich nehme den. Gerechtigkeit. So, und noch eine Runde. Denji, du siehst gesund aus. Ich bin nicht mehr der Mann, der ich früher war. 5, 4, 3, 2. Ja, mir haben wir gerade gesagt, dass mein Let's Play schlecht ist. Ist mir scheißegal. Oder ist es mir nicht egal? Was ist, wenn alles umsonst war? Wenn ich richtig scheiße bin mit Let's Plays, solchen Videos. Vielleicht sollte ich mein Leben nochmal überdenken und etwas Sinnvolleres mit meiner Zeit anfangen. Danke, Scrollo. Shit, ich bin tot. Ich denke, mit ein bisschen Übung könnte das Spiel richtig gut sein. Ja, aber ich denke, ihr habt genug gesehen. Ihr habt gesehen, wie ich schön faile. Ihr habt zwei beschissene Spiele gesehen und einmal ein gutes Spiel. Ich denke, damit kann man einen guten Abschluss sehen. Also, bis zur nächsten Folge. Arrivederci!